Salam alaikum. Welcome everybody. To a new event, World of Tanks. What's that? Thanks for posting that code, Danomic. Hallo, Mr. Pintel. Persönliche Hundemarke. Na toll, mein Name passt hier nicht mal richtig rauf. Der Rest kostet bestimmt Gold, wa? Ach so, verdienen sie die Auszeichnung, okay. Okay, okay. 33.000, 102.000, Bauen wir uns doch glatt noch so ein... Ding ein. 436, okay, was haben wir noch? $250.000, da ist er teuer. Nee, das sparen wir uns. Aber wir probieren mal eine Runde mit dem. Kommandant Spatzenhirn würde auch nicht passen. So, ist das dein World of Tanks Name? So, was haben wir denn hier Schönes? Wir machen erstmal Besatzungs-EP. Habe ich doch einen 1-Stunden-Ding aktiviert. Okay. Premium-Konto ist abgelaufen. Ein Glück, du hast zwei Augen gepostet. Ein Auge würde komisch aussehen.
raus aus unserer Basis. Erobern oder verteidigen? Auf der Karte ist das so und so alles ein bisschen schwieriger. Auf geht's! Auf geht's! Auf nach Polen. Nein, sowas darfst du nicht sagen. Was ist denn hier los?
Na klar, alle schießt auf mich. Wir sind erledigt. Raus hier. Nee, aber wenn du Deutscher bist, wüsstest du, dass manche darauf ein bisschen anders reagieren und. In manchen Chats wird es dafür gebannt und wenn als Streamer sowas sagst, dann bist du auch schneller den Account los, als du gucken kannst. Die Course History. Ja, hat nicht geklappt, obwohl ich probiert habe mit meiner Blechdose. Tja, nichts geworden. Nichts geworden. Kommst du denn daran? Die fliegen bloß zur Deko rum. Die Helikopter. Das hat nichts zu sagen. Genau, also die andere Richtung ist immer gern gesehen, weißt ja, und ja, manche Sachen sind halt heikel und deswegen lieber sowas sein lassen, weil ich möchte meinen Account nicht loswerden. Irgendwelche unüberlegten komischen Sprüche, die man sowieso immer falsch interpretiert, egal wie du es gemeint hast. Ich könnte jetzt sagen, ich wohne in der Nähe von Polen, ich fahre da öfter hin und so, aber trotzdem wird mir daraus Strick gedreht, weißt ja. Jo, das ist diese Runde gewesen. Nehmen wir einen anderen. Was haben wir denn noch? Ura Emil. Den haben wir schon freigeschalten, gut. Jagdpanther, was haben wir da? Ferdinand, warum habe ich den Jagdpanther noch?
Haben die da im Baum was geändert? Verdammt. Ich glaube, die haben da im Forschungsbaum was geändert. Warte mal, Wehrpass. Nee, Forschung. Wobei manche Deutsche haben denn schon mit der Fahne ein Problem, weißt du, obwohl normalerweise wäre da ein Hakenkreuz drauf, ne? Aber dann würde das wahrscheinlich in Deutschland verboten sein, das Game, deswegen haben sie es so gemacht. Aber so ist das nun mal. So, was haben wir denn hier? Panther. Panther 2. Jagdpanther Ferdinand. Der Jagdpanther 2, den gibt es gar nicht mehr im Baum, siehst du? Dann kann ich den noch verkaufen. Also. Kriegen wir das hier hin? Besatzung zur Kaserne schicken. Zack, runter damit. Das Ding ausbauen. Nee, kannst du nicht ändern, aber siehst ja. Ach, das kostet mich jetzt, warte, das ist doch ein Kacke. Hunderttausend oder Gold ausgeben? Wir nehmen so ein Ausbaukit hier, fertig. So. Nehmen wir die Sachen runter. Speichern. So. Dann können wir ihn hier nämlich verkaufen. 780.707. Verkaufen. So. Super. Mit dem auch mal eine Runde zocke. Probieren wir mal. Ach, das war 2000 Schaden. Ist ja sonst niemand da. Magst du eine Crate haben? Mach's auch extra leicht. 1 bis 40. Gerade sagen, fahre ich hier als einziges hin. Das wäre ein bisschen suboptimal. Wollen nicht gleich sterben. Also hocken wir erstmal hier. Aber irgendwie spottet da auch keiner. Ja. Da kriegt er schon Packung, das heißt, der wird gesehen. Ja, schon Panther durchgefahren. Na super. Lade, OMG, lade! Der ist abgeprallt.
der Zeit, wo er lädt, können wir dir ja die Crate geben. Grand Item, eine Crate. Da, bitteschön. Der ist auch tot, okay. Hier jetzt mit. Rebecca, hello, willkommen. How are you doing? I'm doing good. Thanks for asking. Zero damage. Damn it. Zero, nada, nothing. Zero damage. That's not a great match. That's really not a great match. I feel useless. Du meinst den hier, Teddy Scanner? There's way too many Teddy emotes. Okay. Damn.
See, Rebecca has all the of the emotes. Echo fan. 752445. Hello? 752445. So, Wehrpass, Forschung. Wo haben wir den? 2,4 Millionen. Der ist teuer. Zwei Perks. Kommandant, Mensch, der klingt aber gut. Ferdinand, Moment, da habe ich einen Oberwehrenfeldwebel. Ach so, okay. Then we choose this. Rimmler. Charlotte Wells. Then. I don't even have this emote. What Danome posted. And I have almost every emote from Pixie Kitty. Maybe it's old. Yes. So, yeah, Panther, two perks. We use them. And. Ladeschütze. Sweet perks. Use them. Okay. $800. Oh no. 80,000 credits. Attila, hello, welcome. We do this. Then we set this back. $360. We do this. And we set this back. And we have 100. Okay. And we camouflage.
Dies. Und andere, okay. Camouflage ist important. Das wie du. So. Das. So. This should be good. We do 5, we take 3 premium. Oh, dang. We need a little bit more. So. Then we do this. What else we can use? Yes, and what else? 600,000 ore. Use this. Void, hello, welcome. How is it going? Feuerlöscher. Reparatur kit and this. Okay. Okay, we have the best radio already. Let's try. And in the meantime, maybe somebody needs coins. Very, very good. Marvelous. Wonderful. Voxtick, hello. Welcome. Thanks for the follow. I go on the left.
los geht's. Mensch, was machst du denn hier? Dynamic. Give me one second. I drive in a safe position. Okay. Ooh, one coins. Let me see. There are your coins. GG. OMG, what's going on? Why they are so... close to the enemy? Damn it. Oh, das fliegt aber auch sonst wohin. Klingt wie ein Zweitakter, so wie der Tuckert. Wir haben sie. Yeah. Nice. Oh no. Okay, sleep well, Dynamic. Thanks for being here. Sleep well, sleep well.
What? 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 How? Who has seen me? Where? Thanks for posting that code. Okay, we can't drive because when I drive somebody sees me and I'm dead. So I stay here in camouflage. Nobody sees me
But I'm watching the half of the map. And my teammates can shoot if I spot somebody. Okay. No, I'm invisible. Let's see what we can do. Na klar, der Proxy spottet mich. Irgendwo steht der Progetto da hinten. Na super. Alle raus hier. Na super. Finn, willkommen. Thanks for the follow. Nobody wins. Draw.
Damn. The Premium. Ammunition costs so much. Welcome back, Rebecca. So, let's try again. When your computer randomly shut off, maybe it's too warm, too hot. That can be an indication for dust in the computer. But sometimes it's Windows, Windows update. Oh, Tank Destroyer hier.
Okay. Natürlich. Natürlich. Of course. 8 to 14. That's so sad. Destroyed. Why it's so expensive? 1000. Fjorde. There's no good position for tank destroyers on this map. Let's see what we can do. Instant code incoming. Man, this tank is slow. So slow.
Oh, wait. Why? I'm so slow. I can't even help my team. Maybe the next I should buy or unlock a new motor, new engine. Of course I'm so slow. So slow. He's out of sight and shoots back. What is this for a hacker? What? Kaputt. Wir sind erledigt. Alle raus.
Yeah, you can't do anything. And you are the last. This guy can't do anything. Artillery got him. Always minus this tank costs money. There we go. We go here. WTF boom. T-Fuel is a cryptocurrency. You can earn it when you share the stream with other viewers. But you have to have the bandwidth and other viewers must be here. So if you and the other viewer is watching the same stream, then you can get T-Fuel. Well, that's not good. Gun depression is not enough. Thank you.
Da haben wir einen gekriegt, 600. Damn, what is going on? Everyone is dying here. What the F? So in the meantime, if you still there, I can show you. You can see T-Fuel earning button. When you click the button, you see a line. If the line is green, you're sending two peers. At this moment I have zero peers. Because I have a fiber connection and nobody near me is watching right now, so I don't share the stream. If you have peers and the green is greater than this from the content delivery network, then you earn T-Fuel. It's shown here, and after 10 minutes it's transferred to your... Very good. Thanks for the follow. It's transferred to your wallet. Every 10 minutes your earnings are transferred. At this moment I think something is wrong with the earning. Not on only on me, it's my internet connection, but in general you should be able to gain some T-Fuel if you have peers. It's completely random. I think it's 1000 mile or 1000 kilometers radius around you. Yeah, and basically you share the stream and earn for this. In this disabled. And again, thanks for the follow. Welcome, welcome. If you have any questions, ask. As far as I know, I tell you. Lost. Lost, lost, lost. T-Fuel and G-Fuel are two different things. G-Fuel is an energy drink. For example, I have a G-Fuel
starter kit in my giveaway. When you lucky, you can you earn every minute you watch, you earn 10 coins. That are my coins. And when you click on something, you place a bet. And at the end of the stream, I roll this predictions. I close it and roll the raffle. And when you lucky, you win this G Fuel starter kit. It's a shaker. It's I think 7 flavors of energy drink. But not important. You have to pay shipping. The starter kit is free, but you have to pay shipping costs. And for me in Germany, the starter kit will cost $10 or $12 shipping costs to Germany. In America, it's cheaper, but you have to pay shipping costs for this. The item is free, but shipping is not free. So you can't get G Fuel completely for free. If you win something with G Fuel, you have to at least to pay the shipping costs. Krexi, hallo, willkommen. This. Again. I need a win. With this tank. Again. So your friend lied to you. It's not possible to get G Fuel completely for free. You have to pay shipping. And it depends where you are live. Sometimes it makes sense to ordering the free package. Sometimes it don't make sense. For me, it don't make sense to order a starter kit, because the starter kit is $10 worth. And I have to pay $12 shipping costs. So I pay more shipping than the whole kit is worth. But when I order a G Fuel tube, for example, a tube contains 40 servings of G Fuel. It costs $35. And when you win a tube of G Fuel, then it is worth to order it to Germany, so you pay $12 for item which has a worth of $35. So that's worth. You always have to compare where you are live. When you are from America, it's maybe worth to order the starter kit. I think Americans pay $6 for shipping or $4. I don't know. Or you don't have a starter kit. One starter kit I ordered and paid the $12 shipping costs to have one starter. But all the other starter kits I re-raffle. Because for me in Germany, it makes no sense to order it. I have to pay way too much for it, shipping. And with mouse pads and
pillows and plushies, it's the same. The item is free, but you have to pay for shipping. Always. Every item you can, then you have to pay for shipping. Except it's a digital item. For example, skins for games or so, they are not shipped, and yeah. But like I said, if you have any question, feel free to ask. That is the reason for our live stream, to interact, and if anybody has questions, feel free to ask. Und Rexy, ja, alles gut. Ich hoffe, bei dir auch. Lass dir schmecken, dein Essen. Okay, thanks for being here. Bye bye. WTF boom. Now I have the right spot. Nobody is showing. Dang. Come on, enemy. Come here. Four versus seven. I have the feeling we lose this match. I have a really strong feeling. Okay. Oh, bis zum nächsten Mal, okay. Gehen alle her. Boah, jetzt schieße ich auch noch. Ich bin auch ein selten dämlicher Klopskopf. Klar, der kommt dran. Ich glaube, ich gewinne nichts mehr hier, ey. Das ist wie verhext. Kauf's dir neuen Panzer.
Bot 67 Trash, hello. Willkommen. Sadly, the bridge bot don't bridge the messages from Zeta to my Zeta chat. Something is wrong. So I haven't seen your message just now. Lost. Again, lost. Okay, nobody wants. I stop the guess the number game. Zero damage. Okay, I give up. I choose another tank. I don't have luck with this tank. Warum habe ich hier keinen? Die ausgebaut, die entspiegelte Optik? Komische Sache, das. Time to roll out. Where we go? Maybe we should go here. But nobody is going here. Nobody is here. No, not nobody. One. A single tank is here to support. Na klar. Die scheiß Goldpanzer.
Na klar. Und da hinten schießt auch noch einer. Oh, wir haben eine Arti. Amazing. The Arti is not sleeping. Maybe next time it's smarter to follow the lemming train. Don't think about it. Just stupidly follow the lemmings. Instant time. Okay. I wasn't completely useless, but I feel useless. Why I have the hotkeys unlocked? What? How? How is this possible? Anyway, don't ask. Yes. We go here, we buy the Hotchkiss. Okay, then we sell this tank. But no, wait. E26 Tear. Und Panhard 4E. E26 Tear und Panhard 4E. Okay, we cannot use any stuff from there. Let's sell this crappy tank. So,
Hotchkiss, okay. We put this in. We put this in and wenn das reinmachen, haben wir minus 6, 23. Robert, hallo, willkommen. No, it's over. But I can start a new one if you like. No, it's not 30, second time. Five is repair and six is this. Okay. Then we need some 120, okay. We do so. You always try to cheat, yes, I see. GG. Sehr, ja. Great. Okay. Let's try this tank. Oh wait. We can start another hour. Crew XP bonus and this bonus. The pass to affiliate statistics are pinned. Chat to 50%. Nothing changes. Size. Weeks. Maybe it doesn't count when I write. That's possible.
Okay, we have our match. Let's see what we can do. This not feels like 69. But not feels like 69. Ils ont détruit les contrôles de la tourelle. La tourelle est rangée, mais ne forcez pas dessus. Whoops. Thank you.
Warum wastest du dich da? Du bist ein Vogel, ey. Radio Range. Uff. We use 5000 free points to have a better radio. Everyone must have 100%. Okay. What this was a win? Achilles, what is the next challenger? Let's buy the challenger. Achilles. So. Put this back. Achilles. Then. 4, 9, 3, 5, 6, 7. Then we do this 100,000, zack. Then we have this
zurücksetzen. 81%. Yes. Yes. Das. This cost a lot of money, but better than gold. Gold is real money, and I have spent real too much real money. Okay, what we have here? Oh, we have radio. Nice. We have a better gun. Okay, let's buy. Wait. Okay, yeah, it's better. And the better engine. Nice. So we don't start from scratch. We need some ammunition. Five. Okay, what we can put in here? Camouflage, yes. What next? This maybe helpful. But let's see. What's so 3, 4, 5. Buy this and get this too. So then, oh no, stop this and this here. Okay. Okay, okay, let's try. Let's go here. We will see if we get a problem. Them.
done for. Everyone, get out. Everyone, get out. Next match. What we have left? 1.7 million. This cost a mil. This cost 1.4. This is cheap. This tank we buy. So go back. Italiano. Okay. We already have the better engine, okay. This here, this there, and this there. Okay, let's fill up the ammunition. Let's see how this tank works. To more matchmaker. Okay, top tier, but stock. No really upgraded gun, nothing. So I'm useless, almost. Avanti, avanti. OMG, I'm slow.
I'm so slow. But I'm the only one who goes here. That's great. Okay, let's try to hunt him. He's behind. Damn. But we have done some damage. That shows it's possible. But now everyone is dying, like flies.
Colpito! Distrutto. Moin, V-Bauern 1. Warte, ich lese gleich, was du geschrieben hast. Wäre es nicht mal die Idee, was anderes als HE zu schießen? Naja. Ich sag mal, bei manchen Sachen komme ich einfach nicht durch. Bei diesen AMX da oder was da war, da kam ich nicht durch. Deswegen habe ich da HE geschossen. Und ich habe hier noch die Stockkanone halt, ne? Ich wäre da bei vielen nicht durchgekommen und eben bei der. Beim Jagdpanzer eben, da war das mal gar nicht so schlecht mit HE zu schießen, weil ich dann mehr Schaden gemacht habe. Diesen M8A1, den habe ich auch mit HE beschädigt, ne? Ja, wie gesagt, bei dem da wäre ich sonst nicht durchgekommen, beim AMX 40. Deswegen habe ich auf HE gewechselt. Kann ich dir auch gleich zeigen. Das hat ja alles Beweggründe. Ich habe hier bei HE 70 Durchschlagskraft und bei der normalen Mumpel 97. Also so viel Unterschied ist da jetzt nicht. Weißt du? Und wenn ich schon merke, ich komme mit der normalen Mumpel nicht durch, dann schieße ich mit HE. Dann mache ich wenigstens ein bisschen Schaden. Picke ich ihn langsam runter. Den habe ich gerade erst gekauft, den Panzer. Also ich habe hier noch keine bessere Kanone und nur einen Motor erforscht. Und was wolltest du denn für einen Link posten? Das könnte ja relevant sein. So, 1995. Mal gucken, was können wir da Schönes von machen? Hm, 1300. Genau. Ja. Ich meine, man kann es probieren, Link zu posten. Gibt gleich vom Bot eins auf den Deckel und so, ne? Aber weil öfter Leute reinkommen und mir gleich irgendwas Links posten wollen, habe ich das halt unterbunden. Zu ein paar Mindestregeln. Wird halt in Twitch-Chat auch gegeben. Ich hätte auch reinschreiben können, sei kein Idiot, bloß. Naja, das ist schon wieder eine Beleidigung, ne? Kaufe ich mir den Motor? Gibt Schlimmeres als gebannt zu werden, naja. Stört mich auch nicht, sind zwei Mausklicks, ne? Also. Wer es unbedingt wissen will, wäre nicht der Erste.
Wieso sammelst du Buns auf Channels oder? Solange mir niemand einen Grund gibt. Warum sollte ich? Bis jetzt hältst du dich ja doch noch an Community-Richtlinie von Twitch und so was. Warum möchtest du gebannt werden? Verstehe ich nicht. Gibt's da irgendwie, kann man da denn auf Reddit posten? Guckt mal, ich habe die meisten Bans auf Twitch, ich habe jetzt was. Ich bin ja so ein Cooler oder was hat man davon? Verstehe ich nicht, echt. Kannst du mir ja verraten, was dich daran so reizt. Vielleicht gibt es doch gar keinen logischen Grund dahinter, oder? Okay. Wenn du das so siehst, dann mag das vielleicht stimmen. Dass man auf so eine Idee kommen kann. Ja, ich habe da jetzt auch keine Angst vor Twitch. Bloß warum sollte ich Leute bannen? Einfach so? Aus Quatsch, aus Langeweile? Meistens hat das einen Grund, wenn ich sowas tue. Dann wurde ich beleidigt oder der will irgendwelche Werbung oder Follow for Follow spammen oder sowas. Und ich bin selber ja auch Twitch-Zuschauer, also ich weiß, was Kappa-Chat ist und so was alles, also da musst du schon was bringen, wenn mich aus der Ruhe bringen willst, also ein bisschen Kappa-Chat ist in Ordnung. Ich kenne das ja selber, wenn man sich denn freut, dass der Streamer abgeschossen wurde und so. Das ist ja noch harmlos. War lieber mal zurück. Jetzt macht mich der gleich auf und dann bin ich tot. Ja, ich kann die Freude nachvollziehen. Weil ich ja selber Twitch-Zuschauer bin, kann ich das nachvollziehen, weil ich ja selber auch schon irgendwo zugeschaut habe. Manchmal freut einen das. Und dann schreibt man in den Chat, hätte es mal besser aufgepasst oder so. Und dann ärgert sich der Streamer vielleicht sogar. Das ist ja noch harmlos. Also wer dafür bannt, der ist ja dann irgendwie auch ein bisschen... Naja. Siehst, mich interessiert zum Beispiel gar nicht, was im Chat los ist. Und überleg mal, jeder hätte denselben Geschmack. Du kannst so einfach gehen, wenn es dir nicht gefällt.
das nicht einfacher? Okay. Ich sag nö, weil es keinen Grund dafür gibt. Du kannst ja bitten, worum du willst, also das ist kein Problem. Ja, finde ich auch. Wenn du mir nicht mal erklären willst, wie du darauf kommst und was dich daran glücklich macht. Das wird wohl kein Sieg mehr. Ganz offensichtlich wird das kein Sieg mehr. Oh, hallo. Zu spät. Verstört. Jetzt kommen die als Nazis. Ah, okay. Wir drehen uns schon mal rum, da kommt bestimmt gleich einer. Hat er noch eine mitgekriegt? Aber vielleicht hilft dir da ein Tipp. Bei den Leuten, die unterhaltsam ist, da drückt man den Follow-Button. So, hast du schon mal gesehen, da ist so ein Herzchen, da kann man den Follow drücken. Dann findet man schon raus, wer einem gefällt oder nicht. Weil da sieht man denn, den Follow ich oder nicht. Da hat sich Twitch richtig was einfallen lassen. Duelland. Zerstören Sie in einem Gefecht mindestens zwei Gegnerfahrzeuge, die Ihr Fahrzeug beschädigt haben. Cool. Das war mal eine schöne Runde. 13.000, 68.000 ist noch eine Ecke. Zwar nicht gewonnen, aber trotzdem eine schöne Runde. Ganz ehrlich, mir wäre das viel zu viel Aufwand, so viel zu schreiben, bloß um gebannt zu werden. Aber jedem das seine. Ich bin da tolerant. Habe ich kein Problem mit.
start. Na, kommen wir hier irgendwie ran? Nee, nicht wirklich. What? What? Sehr gut. Free Money Time. Yeah.
My youth, hello, welcome. How are you doing? Let's try again. Oh, thank you. Thank you, Marius. 76 T-Fuel, thank you. Oh, maybe someone should go there. Very kind of you, so much T-Fuel. I'm enjoying. What? Okay.
Wo hat der so viel Mumpeln her? Hat der nicht bloß 3 Schuss? Klilia Cheetah. Two versus 11, bäh. Nochmal. What? That's a yes in the predictions. I see. We got a donation with 25 T-Fuel and more. Yes. Okay. Och, der ist hinterm Berg. Damn you. Und noch daneben. Thank you.
Blinkan i målet. Bra verkan. Fienden förstörd. Kanonen är skadad. Men skjuter inte rakt. That was not so great. Two versus eight. I have one of the soul. Great lose. Versus 15, and I have one of the two. Let's drive to a few matches with artillery so I get some credits. Himmelsdorf. Let's get this show on the road.
Boom, first hit. Okay, it looks like we win. Okay. No capture points. Yay! Next match.
Wo fährst du denn hin? Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Hast du gesoffen? Das wurde doch schon wieder gelöscht. Warum treffe ich den nicht? Mensch. Lol, da fährt der Scout. Ganz so ein Match noch nicht einmal gesehen. Useless Scout. Thank you.
Nice. Come on, someone spot him. Twelve versus 9. We can win. Come on, guys. Don't be shy. Okay. GG. Greetings, tankers. It's time for season 3 of Battle Pass. Once again, two new 3D styles,
and two heroes await you. This is Nikolai Samoakhan, the deputy commander of the Marine Tech Battalion. An experienced officer, he took part in devising a safe route for a convoy. Though the preparation was careful, the convoy was ambushed. Sensitive equipment and personnel disappeared. Samoakhan volunteered to be the head of the rescue operation. Intelligence reported the equipment had been captured by local insurgents. There were concerns it might end up in the wrong hands. Assuming command of a tank platoon, he went to rescue his people in his IS-4. But Samoakhan couldn't imagine how the operation would end. Insert code, free money time. Meet Jack Reed, the Marine commander of the T-110E5. He was on a covert operation in the same sector as Samoakhan. You can't make this stuff up. Reed shouldn't have been there. He really wasn't the type to run silent. Too hot-headed. At the very last moment, he replaced another commander. That morning, their platoon was sent to evacuate a classified object. They should have landed on a beach, reached the destination point without attracting attention, picked up the package, and returned to the extraction point. But the squad had been hit by a sandstorm after landing, and communication with command was lost. Base, this is Condor. Do you copy? We've been ambushed. Requesting reinforcements. Over. No comms, no reinforcements. So, we're going to do this the hard way. Okay, bla bla, bei A. Real Money Tank.
Zerstöre 10 Fahrzeuge. Fahren wir noch eine Runde mit dem. I think this is the last match for today. Okay, let's see. Somebody spot. Please. Danke. That was close.
Dead was quick. Quick win. 15 versus 2. Okay, that's it for today. With Charlie and his tank driving, we close the predictions. 2 plus 3 is 5. We have 622 followers at the end of the stream, that's a yes. This is okay, and this is also okay. Close raffle, draw raffle. No one won this. Okay. Maybe a bug, maybe not. That's it for today.